Moin moin und willkommen zurück zu Vintage Story. Ich war fleißig, hab mal ordentlich Kohle geschürft, ne? Wie, also man kann das ist ja nun nicht zu übersehen, ne? Wie ein Schaufelbagger auf, keine Ahnung, Nitro, würde ich sagen. Dazu noch ein bisschen Salzstein. Kann man ja auch immer wieder mal gebrauchen. Gerade jetzt benutzen wir das ja nun doch schon des Öfteren. Sage ich da mal vorsichtig. Und dann schauen wir mal. Weiter geht's. Wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal wieder einen ganzen Schwung Kohle haben. Denn unsere Vorräte waren aufgebraucht. Es wäre natürlich auch toll, wenn wir schon einen Koksofen eingerichtet hätten. Aber so weit war ich noch nicht. Und ich will mein Resteisen dafür nicht verballern. Denn ich habe jetzt schließlich gerade schon die halbe Spitzhacke quasi geopfert. Hoppala. Für den Abbau. Und ich sehe hier auch keinen Ersatz hängen. Das sind nämlich Spaten. Vielleicht müssen wir da doch nochmal das Schmiedefeuer anhauen. Und uns hier mal zwei Eisenstücken temperieren, dass wir auch wieder Ersatzspitzhacken haben. Die bauen sich ja nun bekanntlich am schnellsten ab. Dazu werden wir jetzt mal die nächsten Öfen hier befüllen. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich nur klaren benutzen. Aber im Grunde habe ich ja jetzt auch so viel Standard-Quarzbrocken, sage ich jetzt mal, dass man da auch gut und gerne mal diese verwenden kann. Das wäre ja eigentlich auch gar kein Problem. Wir sind ja nun nicht wirklich arm dran. Das wäre Quatsch, das zu behaupten. So, wenn wir hier mal noch voll machen, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich auch keine Holzkohle habe. Das heißt, ich kann die Öfen auch nicht zünden. Denn mit Braunkohle geht das nicht, wie auch nicht mit Steinkohle. Entweder habt ihr da genug Koks gesammelt oder schon produziert. Was natürlich die richtige Variante wäre. Oh, naja, was heißt die richtige Variante? Ihr habt ja auch die Chance, beziehungsweise die Variante Holzkohle zu produzieren. Und ich denke mal, damit ist man deutlich schneller dran. Je nachdem, wie gerade eure Holzsituation ist. Darauf kommt es natürlich an. In meinem Falle würde ich sagen, Holzkohle lohnt sich eher. Da ich wirklich sehr viel Bäume gepflanzt habe und außerhalb ja dann noch die Kiefernfarm habe. Daher muss man halt gucken. Muss man abwiegen, was für einen besser ist. Es könnte natürlich sein, dass Koks irgendwann eine höhere Relevanz kriegt. Eventuell für die Stahlproduktion, aber aktuell hat sich da ja gameplay-technisch noch nicht viel geändert. Ist ja alles noch so geblieben. Müssen wir mal ein bisschen abwarten. Aber soweit, so gut. Machen wir erstmal hier unsere paar Standards. Jetzt habe ich natürlich den falschen Brocken weggehauen. Das ist unangenehm. So. So. Okay. Da ist er wieder. Ich hoffe, hier bekommen wir mal einen Doppler. Hier können wir es wirklich gebrauchen. Beim Sizzle fand ich es jetzt noch nicht so wichtig. Hier wäre das jetzt sehr angenehm. Ah, jawohl. Und da greifen wieder die 10%. Richtig geil. Gerade jetzt besonders dankbar, da wir nun wirklich kaum noch Eisen haben und ich noch kein weiteres Eisen gefunden habe, was sehr untypisch ist. Man kann, besonders wenn man es nicht suchen sollte, sehr viel Eisen finden. Aber vielleicht sollte ich wirklich mal mit dem Gedanken rangehen zu sagen, nö, ich suche jetzt kein Eisen und gehe einfach mal aus Spaß in Höhlen hinein. Waren wieder ordentlich Punkte vom Lügenkonto. Dann hätten wir eventuell höhere Chancen. So, Doppler nochmal vielleicht? Nein. Aber wir hatten ja nur einmal Glück. Sehr gut, das kredenzt uns wieder drei weitere Spitzhacken. Sehr gut. Stockeren und los geht's. Wenn ich dann noch Stöcke hier deponiert habe, natürlich nicht so. Die liegen alle hier drüben. Eins, zwei, drei. Sehr gut, nehmen wir mal ein Stack mit.
Hier brauchen wir es ja auch. Die Eisenkiste. Viel haben wir nicht mehr. Ja, also ein bisschen Luppe kriegen wir noch zusammen. Hier könnte man eventuell... Ist halt die Frage, ob dann trotzdem schon Barren rauskommen, weil es ja nur schon reine Eisenreste sind. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe davon aus. Ich gehe einfach mal davon aus. So, haben wir noch Platz? Nö. Haben wir hier noch Platz? Nö. Kein Platz mehr für Ersatzwerkzeug. Das ist traurig. Machen wir uns Platz. Ah, die Drifter, ne? Die gehen mir jetzt gerade... Schon beim Meinen sind die mir schon wieder auf den Sack gegangen, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Spawnen die direkt in der Höhle natürlich, wo ich bin. Auf den einzelnen Etagen, wo ich noch fleißig geprüft habe, was wir da für Erze drin haben. Und wirklich alle verdammten 8 Blöcke. Tiefe, Tiefenblöcke. Auf den Etagen sind dann Drifter gespawnt und da musstest du natürlich dran vorbei. Das war eine sehr wilde Geschichte. Das Ding hier funktioniert. Richtig geil. Wir haben 20 Uhr, schöner Sommer. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Ich mache einfach euer Brett, wie ihr auch immer hier drin spawnen könnt. Ihr seid bestimmt vom Keller gekommen, wa? Wie auch sonst. Und gehen wir mal gucken. Sammeln wir noch ein paar EP oder was? Wir machen einmal die Bretter zu. Hier die Ecke könnte zu dunkel sein. Oder hier der Treppenaufgang, da können die auch schon spawnen. Wenn hier natürlich erstmal ein Portal in der Nähe ist, ist das natürlich immer so eine Sache. Das spawnen diese Biester sehr, sehr gern. Na, haben wir's denn? Halb fünf. Schöne Zeit zum Aufstehen. Gefällt mir. Oh Gott. Ich hol mir erstmal meine Laterne, wa? Klassiker. Dann gibt's erstmal Frühstück. Muss auch sein. Dann sollte ich gucken, ob ich... Ah, ich muss ja erstmal noch gießen. Lieblingstätigkeit. Warte, ich mach die Laterne hier hin. Das hatte ich ja schon mal so gemacht. Dann renne ich nicht dran vorbei. Natürlich habe ich es verpennt. Ah, ich könnte mich mal aufregen. Das, wenn man zockt und quatscht gleichzeitig, ne? Das ist halt so. Aber die Schwarzbronze ist kalt. Die nehmen wir, müssen wir so oder so erstmal rausnehmen. Die Formen können gerne stehen bleiben. 14 Barren, da kriegen wir sehr viele Pfeilspitzen raus. Sehr geil. Sieht aus, haben wir schon Temperatur? Nein. Das dauert noch ein wenig. Ob ich das Bauxitgestein auch gleich durchschreddere? Na, ich meine mal, worauf sollten wir warten? Also die Mühle, die läuft eh. Und Platz haben wir auch. Mehr als genug. Ich weiß, was ich noch tun kann nebenbei. Ich habe doch hier irgendwo meine Nägel. Wir fertigen mal eben eine Kiste. Oh, nee, nicht aus der Jute, Mammutbaumholz. So. Für unseren Pökelbunker da unten. Dann können wir da nämlich das Salz einlagern. Zack. Schön an der Wand, da stört's nicht. Geil. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Ich habe noch Saatgut im Rucksack. Müssen wir auch noch irgendwie unter der Erde bringen. Im günstigsten Fall. Können wir jetzt? Ja, jetzt können wir. Hat genau gereicht, die Kohle. Oder das zurückgewonnene Zinnbronze-Zeugs. Da werden wir sicherlich auch Verwendung für finden. Ganz klar. Aktuell mache ich ja mit Zinnbronze Messer. Oft und gerne. Einfach nur, wie gesagt, dass ich eine Verwendung habe dafür. So. Das waren vorzügliche 10 Barren. Sollte ich gleich noch was anhauen?
Ich hätte hier noch Zink. Wir könnten auch noch Messing machen, aber ich glaube, ich habe vielleicht... Ich weiß nicht. Könnte das genug Messing sein? Ich gehe stark davon aus. Na, nimm schon. Charaktereigenschaften, was haben wir denn? Zu wenig Gemüse, noch Getreide, Obst sieht gut aus, viel zu wenig Protein. Macht sich natürlich auf die Lebenspunkte bemerkbar. So, und jetzt werden wir auch mal unsere Rüstung reparieren. Habe ich gerade gesehen, die sieht ja schon doll aus, da sind Löcher drin. So nicht. Finde ich schön, dass man das optisch sieht. Wenn da mal so ein Riss drin ist oder irgendwelche Schäden. Das ist sehr, sehr hübsch. Hier in der Kupferrüstung, also in der Kupferlamellenrüstung, sieht man das ja natürlich auch. Jetzt werden wir mal noch schnell die Nachbarn vom Rasen vertreiben. Dann sollte man hier wieder arbeiten können. Ah, runtergefallen. Hat leider noch nicht gereicht. Ist nicht schlimm genug aufgekommen, der Junge hier. Ich höre hier noch jemanden. Bestimmt wieder hier hinter der Hauswand. Ist doch euer Treffpunkt. Oh, nee, doch nicht. Da oben ist er. Dann werden wir gleich mal einen Pfeil kredenzen. Und ran. Wie hat der mich denn noch getroffen? So. Hätten wir auch erledigt. Ach, das hier ist schon geil, Mann. Wir hätten aber mehr Drehzahl raufgekriegt, hätte ich das hier oben mit verbunden. Das hier oben drauf. Ihr seht ja, wie schnell sich das dreht und wie schnell sich das drehen würde. Und hier brauchen wir ja bloß die... Wir brauchen ja nur Zähne abzählen, ne? Einfach nur Zähne zählen. Wer Lust hat, kann sich dann die Übersetzung ausrechnen. Ich bräuchte eins, so... Zu viele Winkel. Auf jeden Fall zu viele Winkel. Habe ich sofort zwei Winkelgetriebe gekriegt, wenn ich das Rezept durchgezogen habe? Ne, okay, es gab auch nur eins. Ein Winkel, der hochgeht und verbindet. Hoch, ran. Also ich bräuchte zwei Winkelgetriebe. Wir testen das mal. Funktion kommt ja nur auch mal vom Testen, das ist halt so. Ich meine, ihr könnt ja nicht in meine Birne reinschauen, deswegen wisst ihr ja teilweise nicht, was ich da so mir vorstelle zu tun. Oh, warte mal, das waren die Juden. Wir testen mal was. Dass die Seite nicht offen bleibt, ne, die ich zuletzt aufgeschlagen habe, stört mich ein bisschen. So, ah, die Säge wird hoffentlich noch hier noch Schmalz haben. Wird schon gehen. Sizzle, wo ist er? Da ist er. Ja, hat hier recht. So, nochmal für den Kopf. So und so. Okay. Müsste hinhauen. Nochmal noch vier Achsen. Oder sechs. Es ist ja jetzt mittlerweile Frühjahr. Die Viecher spawnen. Da sollten wir genug Gelegenheit bekommen. Wieder mal eine ordentliche Schlachtung einzulegen. Ein bisschen Schlachtezeit. Muss sein. So, haben wir noch eine Strippe. Die Sticks behalten wir erstmal. Ahornstamm wieder weg. Seid ihr schon durch? Seid ihr noch nicht? Dann gehen wir mal hoch. Gehen wir hoch und experimentieren ein bisschen. Irgendwie muss man da ja noch ein bisschen Druck auf den Riemen kriegen hier. Kann er nicht. Da kommen die Sprüche dann zu Zahn zulegen oder
immer. So, jetzt geht er natürlich ordentlich ab. Ich brauche noch einen Montageblock. Ohne diese geht's natürlich nicht. Jetzt müsste hier im unteren Bereich wenig aus wenig umdrehen. Das sieht echt wild aus, oder? Das ist physikalisch nicht möglich. Aber da wäre jetzt wohl die dritte Mühle wohl sehr angebracht. Aber man kann sicherlich schon im unten beobachten, dass ich das schon deutlich schneller drehen sollte. Ja. Ne, wenn das heißt stürmisch, kick mal an. Wenn der Wind richtig steht und mal so richtig reinjoint in dieses Ding hier, dann passiert hier schon mal ein bisschen was. Richtig geil. Zack. Das funktioniert so geil, ne? Das funktioniert mittlerweile so gut. Ja, das ist echt wild. Muss ich ja mal sagen. Muss ich mal kurz abfilmen hier. So, aber seht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich werde da mal ein Getriebe-Tutorial machen. Schön auf der... Da kann man ja sicher auf der Kreativ-Map sich mal so richtig ein abspinnen. Ne? Das ist eine coole Idee, das machen wir mal. Schon aus meinem eigenen Interesse müssen wir das tun. Wachsende Ableger. So, wann geht's denn los hier? Da müsste ja langsam was kommen. Aber gut, wir haben noch nicht lang genug warme Temperaturen. Cool. Wenn wir da erstmal eine konstante Geschwindigkeit drauf kriegen mit mehr Mühlen selbst, dann wird das sehr, sehr angenehm. Oh, haben sie auch noch ein paar Achsen über. Manchmal... Der Kringel, den wir da jetzt gerade so reingelegt haben, ist jetzt natürlich nicht sonderlich schön. Das ist selbstverständlich, klar. Aber es funktioniert halt. Und das ist das Gute. Und phasenweise, wenn der Wind wirklich gut steht, dann geht es auch hier richtig zur Sache. Das kann man ja gut beobachten. Ja, ist halt noch sehr instabil, das stimmt, ja. Naja, gut. Aber das wird. Das kommt schon noch. Das hier quasi... Gefühlt ist ja die Mühle hier mein Herzensprojekt, ne? Das Ding muss laufen. Und dann ist schön. Dann fühle ich mich wohl, wenn das Ding läuft. So, gehen wir mal zur Südbase. Kurz mal die Lage checken. Saatgut ablegen. Im Grunde müssten wir Honig ernten. Mal wieder. Schon wieder. Habe ich denn da hier schon genug Zeugs gesammelt? Ja, ein bisschen was haben wir. Habe ich immer mal so nebenbei mitgenommen. Jetzt auch letztlich, als ich die Dachschindeln gemacht habe. Siehst, die müssten durchgebrannt sein. Wie sieht's aus? Nice. Die Tonschindeln sind ebenfalls durch. So, da wir das ja nicht mischen können, Papyrus. Und Rohrkolben müssen wir das leider einzeln machen. So, kriegen wir noch einen zweiten hin? Jawohl, viermal ernten ist drin. Sehr gut. Besser als nicht. Das machen wir natürlich sofort. Pyrus kommt zurück. Die kommen in die Liste.
Und dann holen wir uns mal 4 Stück. Acht natürlich darauf, dass die Vollgröße groß ist oder viel, in dem Fall heißt das ja immer so schön. Na siehst du, dann haben wir ja hier unsere 4 Kandidaten. Und im Grunde kriegen wir ja eigentlich noch mehr raus. Ich vergesse immer wieder, dass ihr ja einige Materialien recyceln könnt. Gehen wir nochmal zurück. So. So, und noch ein zweiter geht. Sehr schön. Können wir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal 2 ernte, kann ich noch einen dritten ernten. Da müssen wir jetzt aber langsam dann aufpassen. Nicht, dass wir... Wir prüfen erstmal. Ja. Dann nehmen wir die beiden hier weg. Na, bloß nicht alle wegnehmen. Das hatten wir schon mal. Hab mich tot geärgert. Denn dann sind nämlich eure Bienenvölker weg. Und die können nichts mehr tun. Um sie wiederzuholen. So, das ist in der Mitte, das ist hier auch, also recht mittig, das hier ist außen. Also nehmen wir den hier noch weg. Und schon ist alles gut. Wo sind die Bienen hin? Ich habe es abgebaut und hier keiner will mich umbringen oder ähnlich. Hab da ein anderes Opfer gefunden? Naja, mir soll es egal sein. Gut. Folge ist rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Vintage Story. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns. Reingehauen und tschüss.